Damit würden wir zum zweiten Teil des heutigen Nachmittags übergehen, nämlich den Vorträgen der Referentinnen. Erster in der Runde ist Alexander Steig, der jetzt auch gerne schon gleich vorkommen darf. Künstler und Kurator aus München, also lebt und arbeitet in München, und zwar im Kreativquartier, wie schon erwähnt. Wir haben ihn dort besucht bei einer Exkursion. Und er hat uns ein bisschen das Viertel gezeigt und Einblicke gegeben. Wir kennen ja mit einem Lehrstuhl schon etwas länger von einem gemeinsamen Projekt, wo er mit Kollegen die Maximilians-Forum gestartet hat. Aber bevor ich mich da weiter verspreche, lasse ich lieber den Alex dazu erzählen, weil der kennt sich da wirklich aus. Und ich glaube, er stellt auch was dazu vor. Genau. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe keine falschen Erwartungen geweckt, dass ich über das Kreativquartier spreche, obwohl ich dort Mieter bin und eigentlich aus meinem Studiofenster die ganzen Dinge, die da vor mir passieren, im physischen und die im Hintergrund passieren, auch im theoretischen mitbekomme. Meine Expertise möglicherweise liegt aber woanders, und zwar war ich zusammen mit zwei Kollegen, Thomas Tiede und Philipp Messner, zwei Künstler aus München, eingeladen worden vom Kulturreferat, das Maximiliansforum neu zu justieren. Das Maximiliansforum. Tja, also ich hoffe, Sie kennen es alle. Ansonsten empfehle ich es Ihnen dringend kennenzulernen. Ich war eben noch mal kurz da, um das, was ich jetzt vorstelle, noch mal zu überprüfen. Die Richtigkeit meiner Angaben, nicht, dass ich noch was erzählt habe, was ich mitbekommen habe. Das Maximiliansforum ist vielleicht eine der längsten Zwischennutzungen in München, wenn man überhaupt noch davon Zwischennutzung sprechen darf. Weil nach 40 Jahren ist es vielleicht doch etabliert. Gleichzeitig gibt es auch einen Träger, könnte man sagen. Es gibt das Kulturreferat, das dort die Veranstaltungsplanung macht. Aber so nach 2008, nachdem Peter Heimel die Architektur im Innenraum und im Untergeschoss nochmal verändert hat, um sie als Präsentationsraum zugänglicher zu machen, auch geschützter die Präsentation, ist es irgendwie, ich sag mal, ist eine Unwucht angekommen, und das Kulturreferat dachte, weil wir Mitglieder einer Künstlerinitiative recht rege Künstleraustausch betreiben, nicht institutionell gebunden. Collaboration Project heißt unsere Gruppe, und viel im Ausland, international, auch an Unordnung, könnte man sagen, Interventionen gemacht haben sie eben uns gefragt, ob wir Interesse hätten, neu zu investieren. Und wir haben, bevor wir das Ja sagten, weil das ist ein großer Ort, erstmal eine Analyse vorgenommen und festgestellt, dass das Maximiliansforum tatsächlich sehr gut liegt. Es handelt sich dabei um, nennen wir es mal, eine glückliche Fügung, denn die Autobahn, der Zubringer aus Osten in die Stadt hinein, wurde nicht gebaut. Übrig geblieben ist aber der Aushub für die Unterführung in der Innenstadt, der dann zu einer Passage von sagenhaften 1600 Quadratmetern ausgebaut wurde, mit einer freistehenden Betondecke. Sie werden gleich Bilder sehen, denke, das ist fast schon als Architekturdenkmal attraktiv genug. Da muss man ja gerne Kunst sein, das ist sehr ketzerisch, aber ein Ort, der auch Baugeschichte, auch Bauutopie sicherlich widerspiegelt. Es liegt also so attraktiv mitten auf der Maximilianstraße, aber selbst Google weiß nicht genau, wo es ist, und verorten es im Campari-Haus. Somit ist schon mal die Frage, es ist unsichtbar. Man könnte natürlich sagen, natürlich gibt es Eingänge. Sie sehen hier gleich einen dieser Eingänge von 2014. Sehen immer noch so aus. Nicht einladend, kann man sofort erkennen. Ein bisschen ramschig, sicherlich kein Ort, hinter dem man vielleicht Projekte, die durchaus sehr qualitativ sind, erwartet. Also der Weg in den Untergrund, wir haben immer von der Krypta gesprochen, macht es einem nicht leicht. Es ist eine Passage, wir haben auch Zielungen vorgenommen, die keine Frequentierung hat. Eine Passage, die überflüssig ist. Und ich weiß, es ist jemand vom Baureferat hier, trotzdem sage ich es, das Baureferat, wir haben da nämlich die problematische Situation, vier Referate arbeiten an diesem Ort. Und immer, wenn es um irgendwas geht, verschiebt man es lieber, die Verantwortlichkeiten, so haben wir es empfunden, das ist jetzt kein Vorwurf, das sind wahrscheinlich auch sachliche Zwänge, verschiebt man die Verantwortlichkeiten doch gerne dahin, wo es eben einen nicht mehr belastet. Sie sehen, das Maximilianforum ist dunkel,
und Querung wird nicht vorgenommen, da eben oberirdisch der Zugang zur Nachbarstraße am Altstadtring viel einfacher ist, komfortabler allemal. Die Rolltreppen wurden vor 20 Jahren stillgelegt. Anstatt sie zu demontieren und tatsächlich zu verkaufen, hat man sie begrünt. Begrünt, das könnte man sagen, Urban Garden, ganz toll. Das Problem ist natürlich eine Müllhalde und eine Kloake, weil auch dort im Untergrund natürlich benächtigt wird, was ganz klar ist. Also ein Raum, der keine Kuration, keine, nennen wir es mal, auch Präsenz vor Ort hat. Da sehen Sie die Kälte, die wir im Winter hatten, und die Hitze im Sommer, die werden Sie noch später sehen. Sie sehen aber auch, dass die Infrastruktur fehlt. Sie haben einen Raum von 1600 Quadratmetern für die Kunst, subventioniert sicherlich oder unterstützt durch Mittel der Stadt. Ganz genau und ganz richtig. Gleichzeitig fehlt es seit 40 Jahren an dem, sag ich mal, ich will mich nicht an der Toilette aufhängen, aber es ist ein elementares Moment. Sie haben keine Sanitäranlagen. Das heißt, wie soll man denn da vor Ort arbeiten können langfristig? Es sei denn, man geht ins Museum 5 Kontinente, das aber auch bestimmte Öffnungszeiten hat. Also eine prekäre Lage für einen Ort dieser, sag ich mal, Größe und mit dem Potenzial, das wir bei unserer Neujustierung und Analyse entdeckt haben. Das Maximilian Forum schreibt, ja, wenn keine Ausstellung ist und nicht ein Event ist, es sind immer regelmäßig Events, dann ist es dort still und auch natürlich schnell wieder der Verwahrlosung allein gegeben. Ich glaube, es ist das Planungsreferat, das für die Reinigung zuständig ist. Auf jeden Fall auch da, nein, es ist das nicht, es ist das, naja, eines der Referate, das sich sozusagen auch um die Liegenschaft kümmern soll, kommt, findet den Weg selten. Man hat also schnell auch so ein Verwahrlosungsmoment. Die Monitore, die dort etabliert wurden, laufen natürlich nur, wenn man sie ansteuert und Programm macht. Das heißt, für den Betrachter damals, 2014, ein Ort, der nicht einladend ist, der schwierig ist, trotz dieser phänomenalen Größe und auch Lage. Kurz nochmal als Überblick für Sie, dass von Osten und Westen kann man eben die Straße, die sozusagen hier drüber quert und dort quert, unterschreiten und dann entsprechend wieder hochkommen. Sie haben hier die beiden Ausstellungsräume. Vielleicht kann ich so einen Cursor machen. Warten Sie mal. Kann man? Nee, kann man nicht. Kann man? Mit denen, ja, ne? Naja, dann mache ich es so wie. Die Maus geht raus. Ich war links oben in der Ecke. Links oben? Nee, der steht hier. Touchpad, links oben in der Ecke, da tut sich nichts. Es ist so schwierig, wir machen es schnell. Also ich glaube, das habe die Karte noch nicht gesehen, aber wir haben den Ostflügel zur Verfügung bekommen. Das heißt, das ist der Bereich, der uns eingekreist ist. Die Rundungen, die Sie dort sehen, signalisieren, wie diese Flügeltüren von Peter Heimal den Raum zu einem, sagen wir mal, sehr großen Gesamtausstellungsraum schließen können. Das sehen Sie auch gleich noch im Bild. Nach der Analyse wurde uns das Dachdesign aber nur noch für den Ostflügel zuständig, weil das Kulturreferat vielleicht doch Sorge hatte, dass das Programm etwas spröder wird. Denn wir hatten die These, Präsentationsorte für die Kunst in München, daran mangelt es eigentlich nicht. Von bis, da könnte man jetzt auch städtischerseits sagen, gibt es bestimmt 4, 5 gute Orte. Produktionsorte hingegen, die vielleicht aber auch so spektakulär sind wie dieser Raum und so gut liegen, weil die meisten Atelierhäuser ja doch auf so einer Peripherie, ausnahmsweise in Glockenbach gibt es natürlich auch eins, jedoch innerstädtisch gibt es keinen Produktionsort und wir wollten eigentlich einen Ort der Produktion schaffen und mussten uns dann erstmal mit dem Ort auseinandersetzen und die Infrastruktur regeln, die Facility Manager, und haben, jetzt kommt es, natürlich entdeckt, wir haben einen Wasserhahn, aber keine Toilette und ein Toiletteneinbau ist nicht möglich, hieß es. Was haben wir gemacht? Mit der Kunst ist ja doch einiges möglich. Wenn man das als Kunstprojekt plant, dann kann man eine Toilette einbauen, man nennt sie dann vielleicht Fountain 2.0, rekurriert auf Duchamp, und dem Betrachter ist überlassen, ob er sie nutzt. Das heißt, es ist ein Objekt, aber es ist nutzbar und ich greife ein bisschen vor. Das, was von unserer Planung, die Sie gleich noch sehen werden, geblieben ist, ist dieser Ort immerhin. Es gibt Schlimmeres. Nochmal, weil es so schön ist, unsere Rettung. Die räumliche Situation vor Ort selbst ist spröde, unattraktiv, die Beleuchtung war mangelhaft, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert und sie spüren jetzt nicht, wie kalt es ist, aber als wir im Januar kamen, war es lausig und wir haben überlegt, wir müssen diesen Raum, das wollten wir auch, vitalisieren. Wir wollten auch zu bleiben einladen, aber bleibt ja keiner, das heißt, wir haben einen Raum im Raum konzipiert.
Wir haben einen Server genannt, der als Café, als Tagungsraum, aber eben auch als offenes Moment für Kommunikation der wenigen Passanten, die dort sind und zum Verweilen einlädt. Und gleichzeitig ist dieser Server auch eine Struktur geworden, hat natürlich auch so eine starke Irrigation durch die verspiegelten Wände. Das heißt, es war schon auch ein Hingucker und dieser kleine Fernseher, den Sie so sehen, das war unser Window. Wir mussten natürlich von innen gucken können bei geschlossener Tür, was draußen passiert, wollten aber die Gäste von außen auch einladen zu sehen, drin ist gerade jemand, man kann eintreten und gegebenenfalls ins Gespräch kommen. Die Projektplanung, jetzt nochmal ein paar schöne Bilder, genau, der Monitor wurde aktiviert. Die Projektplanung, wir sind jetzt noch im Februar, lief mit einem Workshop an, den wir ausgerufen haben, um mit Kulturmenschen oder Kulturträgern der Stadt, aber auch darüber hinaus, erstmal über den Ort zu sprechen und auch mal von anderer Seite Stellungnahmen kennenzulernen und möglicherweise mit den Anregungen in die Projektierung des Jahres zu gehen. Wir hatten ein Jahr Zeit für diese Überjustierung. Da gleichzeitig war es ganz wichtig, und das ist vielleicht bei der Zwischennutzung oder Neujustierung, man muss sich doch auch professionell aufstellen, das heißt, man muss irgendwie erkennbar sein. Wir konnten aufgrund des Ensembleschutzes oben auf dem Platz keine Fahne, kein Banner hängen. Jetzt hat sich das geändert, anscheinend ist der Ensembleschutz nicht ganz so zwingend und bindend. Wir konnten auf jeden Fall über eine Grafikerin, ein CI entwickeln, haben eine Website gebaut und Aufkleber hergestellt und somit quasi auch diesem Ort eine neue Sichtbarkeit zu verschaffen. Und gleichzeitig natürlich musste man auch versuchen, die Presse ins Boot zu holen. Wir haben es gerade gehört, es wird viel geschrieben, aber im Grunde genommen, was uns gefehlt hat, war eine Begleitung an diesem spektakulären Ort, dass die Presse sagt, Mensch, da passiert was, da gibt es irgendwie ein Projekt zum Ort hin, da wird jetzt nicht nur Videos beispielsweise auf Panels gezeigt, sondern da sind Künstler, die sozusagen diesen Ort öffnen wollen und zu einem Produktionsort oder erstmal zumindest auch den Ort selbst befragen, um ihn vielleicht nutzbar zu machen. Zum Beispiel die Nutzbarkeit der Rolltreppen ist ja nicht gegeben und barrierefrei ist der Ort auch nicht. Also wir haben uns schon ernsthaft überlegt, wie kann man diesen Ort auch anders und besser zugänglich machen, vielleicht über eine Rampe, haben den Architekten Felix Krämer gebeten, einen Wurf zu machen und auch gegen die vorherrschende Meinung, es ginge nicht, weil die Durchmesser bei der Rampe zu schmal sind, hat er so seiner Ansicht nach uns bewiesen, dass es durchaus, wenn man das Geld und den Willen hat, auch eine Barrierefreiheit gäbe, die beispielsweise günstiger wäre als der Einbau eines Fahrstuhls. Also wir sind da sozusagen auch versucht haben, auch diesen Raum langfristig zu justieren und eben diesbezüglich Vorschläge zu machen. Begleitschutz bekamen wir, oder haben wir uns gedient von George Agamben, der darüber philosophiert, im Hintergrund bei der Eröffnung eines Kick-Offs haben wir gemacht, dass es manchmal besser ist, erstmal nichts zu tun und es zu lassen. Das bedeutet nicht, dass man nicht arbeitet, aber nicht immer sozusagen sofort was zeigen müssen, sondern auch sich die Zeit nehmen, um einen Ort zu entwickeln. Das haben wir aber, auch das Stichwort Transparenz fiel ja vorhin auch, durchaus immer versucht. Ich meine, wir haben Transparenz durch die Scheiben gegeben, wir haben durch die Spiegelmomente Transparenz und Spiegelwirkung erzeugt und wir waren eigentlich immer einsichtig durch den Monitor. Das heißt, eine große Offenheit und eine große Präsenz, auch die wir da gezeigt haben. Wir waren also, wir sind die Haare ausgefallen dort, weil es so also thematisch so interessant war. Ich sage das nur, weil es so besonders war. Und an diesem Ort zu sein, kostet Kraft. Gleichzeitig ist man natürlich voller Elan und hofft, dass man sozusagen Impulse setzt, die dazu führen, dass sich langsam was einschleift, nämlich die Wahrnehmung, Maximiliansforum. Ja, ein Ort, da kann man hingehen, ein Kulturort, da passiert was. Aber, Entschuldigung, habe ich das versprochen? Genau, das ist ein Foto von der Eröffnung. Sie sehen, spärlich besucht tatsächlich, bis man sozusagen ein Echo erzeugt, das nicht nur medial mitgetragen wird, das dauert. Aber wir haben dann eigentlich gleich angefangen, auch den C9-Tag zu entwickeln. Das heißt, alle zwei Wochen gab es eigentlich einen Diskurs zum Ort mit Künstlern internationaler Ausrichtung. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich muss mal kurz... 7 Minuten. Okay, ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht die ganzen Projekte zeigen, die dort 22 an der Zahl innerhalb von April bis Dezember, aber auf einige möchte ich gerne eingehen. Ganz kurz gezeigt natürlich die Zusammenarbeit mit
dem Department of Architecture, haben wir es genannt, das ist der Layer gewesen im Juni, wo wir zu unterschiedlichen oder wo es zu unterschiedlichen Möglichkeiten geforscht wurde. Es gab das Urban Garden, Suburban Garden war es, glaube ich, ne? Des Lehrstuhls für Landschaftsarchitektur im öffentlichen Raum. Da gab es natürlich auch tolle Bilder, surreale Momente. Es wurde aber auch zum Raumklima geforscht. Sie sehen im Sommer, war es brett heiß, die Teerdecke oder was hat sich einfach nicht mehr abgekühlt. Unten sind wir geschmolzen, im Winter war es eben anders schwierig. Wir hatten auch natürlich den Raum versucht immer zu öffnen und mit anderen städtischen, ne, sind ja keine NGOs, aber Akteuren zu arbeiten, zum Beispiel mit Leerstand 089, die haben dort ihre App gelauncht. Eine App, mit der man sozusagen Leerstände annehmen kann. Und dieses Expertenteam, Juristen zum Teil, kümmern sich darum, was ist denn mit dem Haus los? Gibt es einen Besitzer, der nicht weiß, wie man es vermietet oder irgendwo hängt es? Aber sozusagen keine Denunziation, sondern eben gucken, was man mit Leerstand machen kann und möglichst schnell auch reagieren. Wir hatten ein ganz großartiges Sommerkino, natürlich nicht irgendwie einfach nur Kino, sondern bestimmte Filme zur Architektur und jetzt bin ich im falschen Modus. Geht das besser aufklicken? Gut. Und einfach wieder mal atmosphärisch, wie das dann aussah. Und hier zum Beispiel auch ein Filmbeitrag, wir haben natürlich dann auch von oben nach unten. Das heißt, sobald wir rauskamen, hat man natürlich auch ganz anders wahrgenommen. Ein Filmbeitrag über Abriss von Avantgarde-Architektur in Moskau. Also wie man dort zum Beispiel mit Immobilien oder Raum umgeht, brachialer war es mir das Wort, das muss ich mal zurück. Und wir haben, und das ist ein ganz wichtiges Projekt gewesen, wir haben Georgia Potrezos aus Athen eingeladen und sie hat quasi innerhalb unseres Rahmens die Open Artist Studio Foundation gegründet, weil Potrezos hat erkannt, da oben, ich meine, auf der Maximilianstraße ist nicht nur Louis Vuitton, der die Kunstform haben, es sind natürlich unheimlich viele, nenne ich es mal, solvente Unternehmen, die auch kunstaffin sind. Und können wir die nicht einbinden? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, die kriegen vielleicht eine Edition, können wir nicht eine Art Studio entwickeln, ein großes Studio, das sozusagen in der Trägerschaft, Stadt und privater Trägerschaft von Unternehmen geführt wird und hat sozusagen den Beginn dieses Open Artist Studios simuliert, indem sie schon mal, wie man das so macht, eine Verblendung vorgenommen hat, ein Logo entwickelt und es war also natürlich, es war kein Fake, es war eine Idee, die sozusagen Form geworden ist, aber es blieb natürlich am Schluss erstmal nur bei der Plane, das Open Artist Studio ist nicht gekommen. Mit Ralf Hohmann haben wir über die verschwindenden Röhren in München gesprochen. Kürzlich ist auch einer am Aschatring für ein Parkhaus verschwunden. Und generell ist es natürlich ein schwieriges Moment, diese Unterführungen. Ich glaube, die haben keine Zukunft. Wir haben einen zweiten Workshop zur Öffentlichkeitsarbeit gehalten. Ich habe wahrscheinlich, sehe ich das noch richtig? 3 Minuten. Und um noch was zum Fazit zu sagen. Und natürlich auch mit lokalen Kulturschaffenden, aber auch Institutionen in der Lothringer und dem Dogfest. Fotodocs zusammengearbeitet haben, also unseren Raum auch verliehen, sind sozusagen auf im Gespräch, Mensch, ihr könnt hier eure Veranstaltungsreihe bei uns machen, um sozusagen diesen Ort auch mit den verschiedensten Akteuren in Verbindung zu bringen. Genau, weitere 10 Neuntage und Gespräche, vielleicht noch ganz wichtig, bevor ich diesen Dank formuliere, und das wird sicherlich im Podium auch nochmal zur Sprache kommen, gebracht hat es nichts. Das ist natürlich ein schreckliches Fazit, also das muss gezogen werden. Es gab seitens des Kulturreferats keine Reaktion auf unseren Bericht, noch irgendwie vielleicht den Gedanken weiterzugehen in die Richtung, die wir vielleicht vorgezeichnet haben. Wir haben natürlich gesagt, es braucht mehr Geld, es braucht Personal, aber dieser Ort hat Potenzial, wir lassen ihn in einem, nennen wir es mal, zu viel zu sterben, zu wenig zu leben. Ich will nicht gegen die Projekte sprechen, die dort gezeigt werden, sondern einfach mit 1600 Quadratmetern auf der Maximilianstraße kann man anders umgehen. Und wenn Projekte im öffentlichen Raum stattfinden, ist das gut und richtig und wichtig. Aber da weiß man ja auch, welche Summen möglich sind. Und wir haben also durchgerechnet, und unabhängig davon, von der, sage ich mal, generellen Pflege des Ortes und so, kann man mit einem
durchaus noch die abbildbaren Einsatz finanzieller Mittel plus Personal natürlich diesen Ort zu dem Fall führen, was er sein kann. Und trotzdem war das Projekt natürlich spannend. Hat uns eine ganze Menge Einblicke gegeben, auch in Strukturen, die man eben doch so schnell nicht innerhalb eines Jahres öffnen kann. Aber von daher natürlich auch Dank an das Kulturreferat für die Stadt München, dass die Chance gegeben war. Ich hoffe, dass wir im weiteren Verlauf der Diskussion dann vielleicht noch das eine oder andere besprechen können. Ich danke mich jetzt tatsächlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin ich glücklich oder bin ich zufrieden? Wer möchte? Bitte. Ja, so, du machst es. Nur eine kurze Frage, vielleicht habe ich es nicht ganz mitbekommen. Haben Sie auch Impulse gesetzt im Sinne von Events, Veranstaltungen? Ja, ja. Ja. Welcher Art oder hat sich das dann auch selbstständig? Wir hatten 20 Veranstaltungen, das waren alle zwei Wochen der sogenannte C9-Dienstag. Von 19 Uhr bis oben End gab es geladene Gäste, bestimmte Kulturakteure, die wir gefragt haben, wie sie sozusagen, zum Beispiel Max Merbacher aus der Boutique Köln, der Tiefgarageneingang gespielt hat, oder Sebastian Stein aus Hohenlockstedt, der jetzt zum Beispiel einen ganz tollen Raum führt, im E-Mail-Zentrum Hannover, ein Brutalismusmonster, was man sich mal anschauen sollte, wenn man in Hannover ist, nicht über die Herrenhäuser Gärten, gehen Sie nach. Und der führt die Ruine in dieser Ruine, ein Kunstort. Also so hatten wir eigentlich immer auch Gäste, die zum Thema was beitragen konnten. Zwischennutzung, würde man jetzt sagen, oder Kunst an Unorten, die eigentlich für alle gar nicht mehr möglich sind. Wir hatten auch Ausstellungen, tatsächliche Ausstellungen. Ich zeige Ihnen nochmal ein Bild, wo man denkt, ah, das ist Kunst, bin ich jetzt draußen? Na gut, doch, bin ich draußen. Ist aber jetzt vielleicht auch so erklärbar. Also es gab auch Schauwerte. Jetzt könnt ihr was sagen, wenn man reinkommt in diesen Raum, das ist schon mal so ein Schauwert, dagegen anzuspielen mit einer kleinen Videoinstallation, das kann man machen. Ich denke aber, wenn man den Raum sozusagen in seiner Größe oder, es ist ja, wie soll ich sagen, auch in seinem Druck, der sich sozusagen da aufbaut, man hat ja solche, also es ist auch ein physisches Moment, man ist in der Stadt. Und das hat natürlich auch ein hohes Potenzial. Man muss da gar nicht eigentlich so gegen angehen. Man kann auch mit kleineren Projekten dann vielleicht Lösungen machen. Ich denke immer, wie gesagt, das Spielbein ist da. Die Pilzbepflanzung, die im April begann. Und dann dieses Myzel, was sich da sozusagen bei uns unten entwickelt hat. Das sind natürlich auch große Hingucker. Es gab auch großes Pilzeernten. Also auch das wurde wöchentlich zelebriert mit Kochen. Und was vielleicht wichtig ist für Sie noch als Antwort, ich war immer da, also das heißt von 9 bis 6 und andere auch, das heißt der Ort war belebt und das braucht er. Ansonsten ist er nämlich wie jetzt kein Ort, an dem man länger verweilt, man schaut vielleicht nochmal in diese spiegelnde Scheibe, da ist ein Video, da kracht es, aber der Zugang, und das ist auch nicht mein Kunstverständnis oder Kunstvermittlungsverständnis, man bleibt außen vor, das hat der Raum nicht verdient. Ich wollte nur wissen, ihr seid fertig mit eurem Projekt? Ja, wir sind, ja. Also es steht jetzt wieder leer und ist verweist, oder geht es weiter? Das Kulturreferat hat sich jetzt wieder den Gesamtraum angenommen und macht seine Projekte, das sind dann dezidierte Projekte an bestimmten Terminen. Dann ist eine Eröffnung oder ein Talk, dann schließt man wieder die großen Türen und es laufen Videos, das sind Einsichten zu bestimmten Themen. Es gibt eine Textwand, an der kann man sich orientieren, aber man bleibt draußen. Für mich, ja, ich denke, braucht nicht noch so eine, noch ein Schaufenster, wie ich vorhin schon sagte, man hat ja oben auch schon so viele. Also von daher glaube ich, ist das möglich. Natürlich in Abhängigkeit zu den Mitteln, die der Stadtrat bewilligt, aber das ist natürlich alles auch eine Frage des Geldes, aber ich glaube, es ist verschenkt. Und das Plädoyer ist noch nicht angekommen, vielleicht ist das im Hintergrund, von dem ich nichts weiß. Genau, aber wir sind sozusagen durch, trotzdem hatten wir eine interessante Zeit und ja, schauen mal, wie es weitergeht. Also im Augenblick hat sich nichts verändert, seitdem wir nicht mehr da sind, aber auch bevor wir gekommen sind. Das ist eigentlich der Status quo geblieben, was ja bedauerlich ist. Ja, hallo.
ihr habt jetzt, auch wir wissen, weil das Projekt zu Ende ist, aber ihr könnt ja weiter denken und ihr habt eure Erfahrung gemacht. Wie schaut eure Vision aus? Was würdet ihr ändern? Wie würdet ihr den genau weiterentwickeln, wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet? Entweder mit der Rolltreppe, also ganz wichtig, architektonische Eingriffe, ganz klar, aber den Ort nicht dadurch irgendwie dieser atemberaubenden Architektur nehmen und dann natürlich die Infrastrukturmaßnahmen, die wir angesprochen haben, ist eine Sache. Planungsmäßig glauben wir auch, wir hätten Struktureinheiten gebildet. Das ist natürlich da unten dunkel, klar, aber ich glaube, das funktioniert. Und hätten sozusagen mit den Studios auch einen Präsentationsbereich entwickelt, hätten aber gleichzeitig Gastronomie versucht zu etablieren, was schwierig ist, aber es ist möglich. Es geht um Parkplätze zum Beispiel. Ich meine, weil wenn man Gastronomie einrichtet, braucht man nur Parkplätze, die man nachweisen kann. Von daher sind solche Sachen natürlich auch schwierig. Wir hätten sicherlich auch auf mindestens eine feste Kurationsstelle plus Assistenz dringen müssen. Hätten das auch sicherlich einmal durchgespielt. Also wir hatten eigentlich gesagt, okay, 3 Jahre, also Planung, dann ist 1 Jahr, 2 Jahre auch top. Das könnte funktionieren, aber ist natürlich auch, ja, hat nicht funktioniert, aber das war sozusagen die Idee eines, ja, vitalen Austauschmomentes. Ich will nicht sagen Factory, aber schon so die Richtung. Das hat München nicht, das soll auch nicht irgendwie so diesem Style, diesem Hype, fancy Räume entsprechen, sondern eigentlich ein Aufbau der Auseinandersetzung des Diskurses. Das kann die Akademie leisten, das tut sie auch, aber es wäre vielleicht auch gut, wenn wir noch einen zweiten Ort hatten, neben der Literatur, Literaturhaus gibt es ja auch Orte, an denen Diskurs geführt wird, der außerhalb der Institutionen, sage ich mal, ist, wo vielleicht auch andere Dinge zugelassen werden. Und also so eine Mischform, aber schon dezidiert auch im Bereich der bildenden Kunst, plus natürlich, die ist ja auch, ja, die öffnet sich ja auch in verschiedene Bereiche. Aber, und da hätte man, und das wäre das Letzte, was ich dazu sagen kann, natürlich auch, deswegen hatten wir auch internationale Gäste, gerne auch einen internationalen Austausch entwickelt. Also klar, wir haben die Vera Berta, die ist seeweit, wunderschön, wir haben das Ehrenberghaus, auch ganz toll, aber so einen zentralen Raum, das ist natürlich auch für einen Künstler, der jetzt vielleicht aus Asien oder ich weiß nicht woher kommt, einfach auch eine andere Situation, als wäre da, ich meine, mittlerweile Berta ist bestimmt top, da erholt man sich gut. Aber ich glaube, wenn man München kennenlernen will oder eine Stadt wie München, ist das als Residency-Ort sicherlich attraktiver. Und es ist natürlich auch fußläufig. Wir haben natürlich eigentlich die Möglichkeit, so viel Publikum zu bekommen dort, was nicht da ist. Ich meine, das Haus der Kunst ist die Kammerspiele, die Residenz, Völkerkundemuseum, weiß ich nicht mehr, das ist ja Kontinente plus die Karriere mit der Künstler. Und das ist das Fußläufigste. Wir haben die Isar um die Ecke. Ich meine, er kann das schon sozusagen bieten. Und ich glaube, das wäre eigentlich ein Grund gewesen, sich vielleicht ebenso zu entwickeln, wie wir dachten, oder zumindest in die Richtung. Wir sind ja als Künstler keine Stadtplaner, noch sind wir Kuratoren im herkömmlichen Sinne, aber weil wir Stadt kennen und die Szene, so könnte man sagen, vielleicht auch die Richtigen erstmal gewesen, die sozusagen untersuchen dürfen. Genau. Teil Ihrer Frage. Noch Platz für eine Frage. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage zum Publikum. Wen habt ihr denn jetzt genau erreicht? Das waren jetzt wenige Leute, die sich darunter verirrt haben. Oftmals hat man ja dann die Erfahrung, es ist so ein bisschen von Künstler für Künstler. Also man kocht in der eigenen Suppe. Genau. Häufig. Was waren so auch persönlich vielleicht die eindrücklichsten Erfahrungen der Interaktion? Welche Leute habt ihr dann da erreicht? Ich bin ja Gott sei Dank sehr kreativ und sehr massiv auch auf Passanten zugegangen, die noch ehren wollten. Und habe ungefragt in 3 Sätzen ähnlich schnell kurz geschildert, was hier passiert. Und musste dann zumindest, das ist ja so, bei diesen wenigen Direktkontakten passiert so viel, weil auf einmal zählt vielleicht der Gast oder der Passant und die Passantin, Mensch, ich war da unten, da ist es irgendwie so und so. Und das kann sich natürlich ganz anders vermitteln als ein Newsletter. Man würde sagen, ich weiß gar nicht, ob das halt so drückermäßig nicht, aber schon sehr massiv. Halt, da ist jemand auf ihn zugeheilt, aber natürlich freundlich und hat versucht, wir hatten natürlich 2 Obdachlose, die regelmäßig unsere Gäste waren. Wir haben auch gewohnt, oder ja, waren dort. Wir haben natürlich auch über unser Netzwerk, ich habe viele Künstlerkollegen,
aus München doch aktiviert gekommen sind. Wenn man so ins Publikum geschaut hat, ja, mehrheitlich, aber das passiert eben im Kunstverein, ja, im Kunstraum auf jeden Fall auch, das passiert in anderen Haus auch. Es sind dann oft natürlich ähnliche Akteure, die sozusagen diese Schwelle überwinden, obwohl es keine Schwelle ist, es ist ja eigentlich es ist eine Schwelle überwinden. Gleichzeitig, da wir es versucht haben, so offen wie möglich zu machen und Kaffee for free, also nicht um uns anzubiedern, sondern um zu zeigen, hey, hier ist ein Ort, hier kann man auch drüber sprechen, was halten Sie denn auch, das war auch natürlich Teil der Arbeit, was halten Sie von diesem Ort, wie nimmt man den überhaupt wahr, weil wir ja auch wissen, wie das dann sozusagen rüberkommt, was man macht. Wir hatten auch viel mit Vandalismus zu tun, das ist ein anderer Aspekt, wir sind natürlich in so einem geschützten Raum, da schmeißt jemand die Scheibe ein oder so, ich meine, das ist wirklich Ding. Oder ein Hoodie, den kann man nehmen, das heißt, wir haben auch die ganze Zeit Widerstand, also gegen die Kunst in dem Fall möglicherweise oder gegen das, was gezeigt wurde. Also es ist eine Wunde. Ich meine, Joseph Beuys hat dort auch 1973, meine ich, war es, Zeiger der Wunde vom Lehmbachhaus organisiert, gezeigt. Jetzt ist natürlich der Beuys aber schon gefallen und ist ein Großkünstler. Wir wollten aber sozusagen nicht nur auf Beuys rekurrieren, der dort dann eigentlich alle 10 Jahre jetzt auch immer gefeiert wird, weil er schon mal da war. Das heißt, es gibt schon eine Art so Beuys-Kult dort. Ich glaube, das ist nicht der falsche Weg. Nicht, dass man das nicht schätzt, aber dass man sozusagen, und das war unser Versuch, dieses städtische, und das darf nicht falsch verstanden werden, dieses administrative Moment so ein bisschen zur Seite schiebt. Deswegen auch der Versuch über einen neuen Auftritt, um jetzt nicht einfach in demselben Fahrwasser immer mitzuschwimmen, sondern einfach vielleicht was Neues, ein bisschen auch vielleicht etwas Frecheres, etwas gewagter. Vielleicht ist der Entwurf auch ganz furchtbar und deswegen hat niemand erreicht. Aber ja, sozusagen, also ein Neustart, Neujustierung, Neustart zu entwickeln. Die Frage ist nicht ganz richtig beantwortet worden, aber wir hatten ein mehrheitlich kulturaffines Publikum in der Tat, aber auch ein paar Überraschungsgäste immer wieder. Das hat uns besonders gefreut. Ja, vielen Dank, Alexander Steig. Gerne.